herzlich willkommen hier bei uns im Abgeordnetenhaus. Also insofern sind wir, was das Thema Grenzen anbetrifft, Kalter Krieg anbetrifft, hier an einem historischen Ort heute. Und wenn ich mir Ihre Tagesordnung angeschaut habe, da geht es ja auch um vor allen Dingen das Thema Frieden. Und insofern hoffe ich, dass Sie heute zu einem guten Ergebnis kommen und gute Beratungen haben, gerade an so einem schönen historischen Ort wie hier. Vielen Dank. Die Kollegen, die ich vorstellen möchte, ich glaube das nicht, die Namensschilder sind sichtbar. Wir haben Vertreter aus dem EU-Parlament, wir haben Vertreter aus dem Bundestag, wir haben Vertreter aus dem Landesparlament, wir haben über 30 Anmeldungen. Ich will jetzt mal kurz ins Detail reinsteigen, was das heißt, Migration zu bearbeiten in der Europäischen Union und welchen Ausfluss wir letztendlich davon maximal haben können, wie wir die Kooperation hier auf europäischer Ebene stärken können. Alleine, das dürfte klar sein, können wir dieses Thema in Deutschland nicht mehr behandeln. Wir müssen uns vernetzen, verlinken mit allen uns willigen Staaten. Wenn wir hier von einer Bevölkerungsgröße von den Deutschen jetzt ausgehen von gut, sagen wir einfach mal 80 Millionen. Und diese 80 Millionen werden demzufolge immer weiter veraltern. Woran liegt denn das? Es liegt nicht daran, dass hier die jungen Deutschen lendenfaul geworden sind, sondern schlicht und ergreifend sich ein Kind einfach nicht leisten können, sich keine Wohnung leisten können und diese ganzen Dinge nicht leisten können, weil wir diese Räumlichkeiten, die wir haben, nämlich mit Kulturfremden, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, besetzen, die keinen Beitrag für unseren Sozialstaat leisten. Städtepartnerschaften, worum geht es? Der Ansatz war positiv, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Man wollte zusammenkommen, man wollte sich an einen Tisch setzen. Aussöhnung und Völkerverständigung wurden sehr groß geschrieben. Summa summarum, wer redet, schießt nicht. Das Einfrieren von Städtepartnerschaften ist ein wirksames Markenzeichen einer umfassenden Isolationspolitik und einer umfassenden Sanktionspolitik. Es sind oftmals Sanktionen gegen Staaten oder Regionen. Ich erinnere an die Sanktionen gegen die Krim nach der Sezession 2014. Und es ist natürlich ein Euphemismus, denn das Einfrieren bedeutet de facto ein Abwickeln oder eine Beendigung einer Städtepartnerschaft. Betroffen sind natürlich Vereine, auch gemeinnützige Vereine mit humanitärem Auftrag, zum Beispiel die Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Schüler- und Studentenaustausch wird eingeschränkt oder ganz unterbunden. Schulen, Hochschulen, Universitäten, das alles findet nicht mehr statt. Es gibt Kulturforen und Konferenzen, die abgesagt werden müssen. Fremdsprachenerwerb und Tourismus kommen zum Erliegen. Summa summarum, wer Partnerschaften beendet, bricht Vertrauen und das dauerhaft. Wie wir alle wissen, gibt es begleitend zu dem militärischen Geschehen in der Ukraine auch einen Kampf um die Deutung des Krieges. Es gibt einen Kampf in den Köpfen und um die Köpfe, ein Ringen um die Fragen, wofür die Akteure stehen, welches die Ursachen des Krieges sind, insbesondere wen die Schuld trifft und welche Folgen und weiteren Entwicklungen zu erwarten sind. Das Ganze ist, um es hier ungeschminkt auszudrücken, dieser Krieg in den Köpfen und um die Köpfe ist eine einzige gigantische Propagandaschlacht. Euch gefällt dieses Video und ihr wollt keine unserer Infos verpassen? Dann abonniert doch einfach kostenlos unseren Kanal und folgt uns auch auf Twitter, TikTok, Instagram, Facebook und Telegram. Die Links findet ihr in der Beschreibung.